Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge, die war ein bisschen storylastig, haben wir erfahren, dass unser Onkel ja ein gewiefter Mann war und ja halt Leute betrogen hat, aber mit ein bisschen Sachverstand würde ich eher behaupten. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Es ist genau 3.05 Uhr, wir gehen jetzt zurück zu dem Dorf. Das heißt, wir werden aber jetzt diesen Weg gehen hier. Denn ihr habt gesagt, wir sollen mal ein bisschen Ausschau halten, links und rechts. Nämlich da gibt es irgendwas zu sehen. Ich habe leider keine Fackel mehr und auch keinen Strom mit. Das bedeutet, wir müssen sehr, sehr wachsam sein und werden jetzt hier durch die dunklen Wege laufen und in der Hoffnung, dass uns da kein Tier auflauert. Wir müssen zurück zu Onigost und ihnen die obligatorische Ohrfeige geben. Da bin ich auch mal gespannt, was er dann davon hält. Aber so langsam schreitet die Story voran. Wir müssen natürlich auch weiter unser Dorf aufbauen und müssen auch noch gewisse Dinge erledigen, gewisse Quests und so weiter, die dann auch nach und nach kommen. Und ihr habt gesagt, hier soll es irgendwo an irgendeiner Stelle soll es hier so einen verreckten Karren geben. Ich hoffe, dass hier nichts auf uns wartet. Ah, guck mal, hier ist irgendwas kaputt gegangen. Das habe ich zumindest als Tipp geschrieben. Ah, guck mal, da unten ist der. Ist der Karren? Was finden wir denn dort? Ich habe leider kein Feuer, deswegen sieht es als... Ah, ist Ahorn. Oh, wir haben Met gefunden. Sehr schön. Noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, das war alles. So ein alter Karren. Da findet man echt mal viele coole Sachen. Man muss halt immer so ein bisschen genauer schauen. Nee, sonst war nichts hier, ne? Nee. Sehr gut. Gehen wir wieder hoch zum Weg. Na, nehmen wir mal hier wieder die Bresche, wo der durchgebrochen ist. Das war hier vorne. Und dann laufen wir einfach mal wieder zurück. Es dämmert auch schon wieder so ein bisschen gleich. Es hat angefangen zu regnen. Und wir laufen jetzt erstmal wieder zurück nach Gostovia. Werden dann zu Onigost jetzt gleich gehen. Müssen noch ein bisschen Stroh einsammeln. Das machen wir dann, wenn wir gleich auf der anderen Flussseite wieder sind. Und dann schauen wir mal, was für Stories uns denn jetzt hier noch bald begleiten werden. Euch scheint das Spiel auf jeden Fall sehr zu gefallen. Wie gesagt, das mit den stundenlang Vorlesen, das ist halt immer so eine Sache. Da hätte ich mir vielleicht echt wirklich eine Sprachausgabe gewünscht. Wobei ihr ja schon gemerkt habt, dass die teilweise auf Englisch ist. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal komplett Vertonung. Aber vielleicht auch eher nicht. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier über die Brücke. Genau, jetzt kommen wir von der anderen Seite ran. Trinken mal kurz einen Schluck. Beziehungsweise sammeln nochmal ein bisschen Ried. Damit wir auch gleich uns eine Fackel bauen können. Davon brauchen wir am Anfang sehr, sehr viel. Deswegen sammle ich jetzt einfach nochmal ein bisschen was hier. Können wir schon eine Fackel herstellen? Ich guck mal gerade kurz. Jo, wir stellen jetzt mal eine Fackel her. Und rüsten die dann auch direkt aus, damit wir ein bisschen mehr Licht haben. Ne? Zack. So, sieht doch gleich schon viel, viel schöner aus. So. Sehr gut. Sammle das Ganze jetzt hier weg, ne? Das, kommt auch immer von Jahreszeit zu Jahreszeit, ist das Ried dann immer wieder da. Später können wir auch Stroh verwenden. Es wird dann halt im Inventar als Stroh angezeigt. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, aber zumindest im Spiel ist es das gleiche. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde ich mich sehr über euer Feedback freuen. Jetzt haben wir jetzt nochmal 100 Mal Ried. Dann gehen wir gleich zu Unigost. In der Zeit sollte natürlich auch wieder es soweit hell geworden sein. So. Das Tolle ist natürlich dann, habt ihr auch gesagt, dass wenn irgendwann wir genug Dörfbewohner haben, die sich dann ums Jagen kümmern, um Holz und so weiter, können wir uns dann hier auf die Quests so ein bisschen verschärfen. Natürlich müssen wir auch auf die Bedürfnisse unserer Bewohner achten im Dorf, aber wir sollten uns auch zeitnah um eine Frau kümmern. Ne? Das habt ihr auch schon gesagt. Das werden wir auch machen. Aber das müssen wir erstmal ist hier soweit fertig bekommen. So, ich sammle jetzt mal 100 Stroh, dann haben wir schon mal ein bisschen was. So. So, das reicht jetzt erstmal aus und auch um wieder neue Fackeln herzustellen. Es ist recht diesig, ne? Also das mit den Wetterverhältnissen haben die sehr, sehr gut hinbekommen hier. Oh, guck mal, hier ist auch noch so ein kaputter Karren. Da noch irgendwas? Ein Brett haben wir hier, okay. Noch ein Brett. Irgendwas anderes. Das sind Zweige. Die können wir auch mal mitnehmen.
Stein. Nö. So. Jetzt gucken wir mal hier. Wo sind wir denn? Sind wir jetzt hier nach Gostovia, ne? Das ist auch wieder falsch. Warte mal. Mal kurz auf das Schild gucken. Ja, doch. Geht da lang. Es sind echt immer viele Wägelchen. Hier Bretter brauchen wir später auch. Die können wir natürlich später auch herstellen mit dem Holzschuppen. Den haben wir ja schon freigeschaltet, bloß noch nicht gebaut. Das heißt, was wir jetzt immer hier machen werden, ist so ein kleiner Mix aus Quests. Bisschen jagen. Dann natürlich auch unser Dorf erweitern. Uns neue Dorfbewohner finden. Wir sind, glaube ich, richtig. Jo. Ich habe nur nichts getrunken. Das müssen wir auch nochmal machen. Und wir finden halt immer mal wieder coole Sachen am Wegrand. Ah, guck mal, da sind wir in Gostovia. Auf nochmal kurz rüber hier was trinken. Zum Fluss. Man kann auch später eigene Flaschen herstellen, wo man ein bisschen was abfüllen kann. Man kann auch Sachen verkaufen, wobei am Anfang behalte ich die erstmal. Weil es kann schon mal sein, dass wir die gefundenen Sachen dann auch irgendwann für Quests oder sowas brauchen. Deswegen bin ich da etwas sparsam, weil das auch schon geschrieben wurde. Verkauf doch die Sachen, die du am Wegrand findest. Ja, so Schaufeln und sowas, das braucht man halt, ne? So, sind wir alle am Pennen hier, wa? Sieht zumindest so aus. Auf jeden Fall richtig schlechtes Wetter. Ist ja fast wie in Real Life. So. Der war hier drin, der Unigost, ne? Da ist er. Können wir gleich mal wecken, oder ist er schon wach? Moin. Der pennt noch. Ach komm, machen wir den mal wach, ne? So. Unigost, hallo. Ich habe mich mit Samba unterhalten. Es ist immer schön, dich zu sehen, Rassi hier. Es ist ein wahrer Schatz. Er ist ein wahrer Schatz, nicht wahr? Der süße Schatz von allen, wie ein Glas Honig. So ist er, unser Sambor. Ich verstehe, er hat mir allerdings von meinem Onkel erzählt, diese Geschichte von den Herrn der Apfelbäume. Er ist unerwartet gut darin, Geschichten zu erzählen, nicht wahr? Ja, das ist er wirklich. Ich war wirklich überrascht. So, einmal hat er, ich schwöre es dir, ein ganzes Jahr lang kein Wort gesagt. Aber als wir dann am Feuer saßen, hat er plötzlich an irgendeine Anekdote erinnert. Er lachte auf und fing an zu erzählen. Wurde von einem vollkommen stummen zu einem wahren Bard. Okay. Seine Erzählung war so fesselnd, es war fast unmöglich, ihm nicht zuzuhören. Er machte sogar unterschiedliche Stimmen nach. Das kann ich nicht. Sorry dafür. Aber sobald er fertig war, wurde es wieder still. Ich habe diesen Teil seiner Persönlichkeit nie ganz verstanden. Ein Schauspieltalent, das im Körper eines Bärenbändigers gefangen ist. Er hat mir übrigens gesagt, dass ich dir etwas geben soll. Hat er das? Und was? Eine, Ohrfeige. Das klingt nach Sambor. Und? Hast du auch vor zu liefern? Willst du, dass ich es tue? Oh, natürlich. Ich liebe es, wenn mir Leute ins Gesicht schlagen. Im ganzen Tal bin ich dafür bekannt. Würdest du mir einen Gefallen tun und mich, es will mich umsonst machen? Mein ins Gesicht schlagen werden? Budget ist aufgebraucht. Oh no. Das war nur ein Witz. Zwischen euch. Gut, für den Moment habe ich mir schon Sorgen gemacht. Nicht nötig. Sambor sagt einfach gern solchen Mist. Aber wenn er nachfragt, dann sagst du ihm, du hast mich glatt bewusstlos geschlagen. Rein aus Neugier. Was hat dir Sambor darüber erzählt, wie er zu der Teil der Meute wurde? Er hat gesagt, dass ihr nach dem bestmöglichen Kandidaten gesucht habt und dass er die naheliegendste Wahl war. Ja, das klingt wie etwas, was er sagen würde. Ist das denn nicht die Wahrheit? Es ist keine angenehme Erinnerung, aber ich glaube, dass du es verdienst, die ganze Geschichte zu hören. Wir haben nicht nur ihn rekrutiert. Nun ja, eigentlich schon. Jordan hat es getan. Aber wir hatten keine Wahl. Nachdem Jordan und ich damit anfingen, uns zusammen der Mission zu verschreiben, da waren wir recht erfolgreich. Alles lief glatt. Schon fast zu glatt. Wir verbrachten viele gute Taten, brachten das verdiente Lächeln auf viele geschundene Gesichter zurück. Das war der Moment, in dem wir anfingen, unvorsichtig zu werden. Es gab eine geheime Gilde, die von uns, von hochrangigen Rittern und Baronen gegründet worden war. Wir nannten sie die Verkäufer, herzlose Bastarde. Am besten verdienen sie an lebender Ware. Nein, nicht an Tieren, okay? Sklaverei war im Reich streng verboten. Die Königin bestand darauf, nur die Verkäufer machten ihre eigenen Regeln. Sie sperrten Menschen ein wie Vieh.
vor allem Frauen und Kinder, dazu verdammt, in ihrem feuchten Verlies gegen Ratten um magere Nahrungsrationen zu kämpfen. Die Gilde war die bloße Menge wichtiger als deren Zustand. Krankheiten interessierten sich, kein Wunder, die wurden auch nicht versorgt. Ich glaube, mir wird schlecht. Manchmal dauerte es tagelang, bis sie die Toten aus den Käfigen holten. Die Stärksten überlebten oder eher die Ärmsten überdauern. Es war einfach schrecklich. Und wenn du mich fragst, hatte die ganze verdammte Gilde einen langsamen und schmerzhaften Tod verdient. Aber das war nicht unser Weg. Jörlam machte es am ersten Tag klar, wir durften niemals ein Leben nehmen. Das war das Wichtigste. Unglaublich. Jedenfalls konnten wir alle befreien. Wagen voller gebrochener Menschen, selbst die Pferde hielten ihre Köpfe gesenkt, trauernd, beschämt. Die Verzweiflung in der Luft war noch giftiger als der Gestank des verwesenden Fleisches. Und inmitten all dessen vernachlässigten wir unsere eigene Sicherheit. Die Söldner erwischten uns und brachten uns in die Folterkammer. Ja, stell dir vor, an diesem grauenhaften Ort gab es noch grauenhaftere Orte. Unglaublich. Die Verkäufer waren nicht in der Stimmung für Geduldsspielchen. Also schickten sie uns fort. Schickten ihn sofort in die schlimmsten Folterknecht. Das Grauen packte mich. Ließ mich völlig versteinern. Ich konnte kaum atmen. Jörland sagte kein Wort. Sah mich einfach nur an. So, Fackel ist wieder aus. Rechnung nicht bezahlt. Seine Augen wirkten aber ruhig, aber aufmerksam. Ich verstand, dass er wollte, dass ich ebenfalls zurückbleibe. Aber ich konnte nicht. Er kam zuerst dran. Die Folterknechte schnallten Jordan an einem Stuhl fest und prügelten ihn auf ihn ein. Seine Fäuste waren wie Spiedehämmer. Jeder Schlag hinterließ blutende Wunden und gebrochene Knochen. Innerhalb kürzester Zeit war Jordans Gesicht nicht mehr wiederzuerkennen. Das einzige Vertraute inmitten dieses blutigen Fleischbreis war sein Lächeln. Das war einer der Momente, in denen ich mich fragte, ob er überhaupt ein Mensch ist. Der Folterknecht begriff recht schnell, dass er es bei einer so einzigartigen Kreatur mit anderen Mitteln versuchen musste. Also holte er sein Messer. Das war unglaublich. Oh Mann. Indem Jordan anfing zu sprechen. Oh Gott. Lol. Er machte ihm ein Angebot. Eines nach dem anderen. Aber der Folterknecht machte einfach weiter damit, seinen Oberkörper aufzuritzen, als würde er ein Stück Fleisch fürs Braten vorbereiten. So viel Blut. Ich konnte es beim Atem schmecken. Oh Gott. Ich wünschte mir, ich würde das Bewusstsein verlieren, einfach vor allem weglaufen, weit weg. Aber mein Herz schlug so heftig, dass es mich wach hielt. Das ist entsetzlich. Plötzlich hielt der Folterknecht inne. Er blickte zwischen mir und Jordan hin und her. Er sagte nur diesen einen Satz: Wenn du lügst, dann mache ich dasselbe mit ihm. Ich war kurz davor, mich zu übergeben, aber Jordan nickte nur. Also band er uns beide wieder los und verhalf uns zur Flucht. Dabei begegnete wir einige weiteren Söldnern, alle schwer bewaffnet. Keiner von uns hielt uns auf. Selbst sie hatten Angst vor dem Kerl. Oh Gott. Wir entkamen in einem Stück, also wir entkamen lebendig. Es dauerte viele Wochen, bis Jordans Wunden zu heilen begannen, und selbst danach war er so voller Narben, dass es aussah, als hätte jemand versucht, ein Kettenhemd auf seine Brust zu sticken. Aber wir waren dem Tod entronnen und sein Sendbote wurde einer von uns. Der Folterknecht war Sambor, nicht wahr? Ja, krass. Das ist ja heftig. Oha, das ist echt eine heftige Story. Mann, Mann. Krass. Um ehrlich zu sein, die Albträume von dieser Nacht haben nicht ganz aufgehört. Okay. Könntet ihr also Menschen aufnehmen? Denkst du, ich wollte einen Mordgesellen in meiner Nähe? Tagelang habe ich kein Auge zugemacht. Ich habe es nicht gewagt, ihm den Rücken zuzukehren. Habe jeder seiner Bewegungen genau beobachtet. Warum habt ihr ihn nicht weggejagt? Das ist ganz einfach, Jordan. Hatte ihm es versprochen. Er versprach ihm die einzige Sache, die diesem Rohling etwas bedeutete. Und das war Geld, viel mehr, als die Gilde bezahlt hatte, und einen Anteil an der Beute von unseren Raubzügen. Hättet ihr ihn ja einfach ausbezahlen können oder weggelaufen? Das war nicht Jordans Art. Er war ein meisterlicher Lügner, aber wenn jemand wirklich sein Wort gab, dann blieb er es dabei. Davon abgesehen fanden wir später heraus, dass Sambor nicht von Natur aus böse ist. Er war einfach nur ein Söldner, tat das, wofür man ihn bezahlte, befolgte Befehle. Jordan verbrachte viele Stunden damit, sich mit ihm zu unterhalten, ihm unsere Verhaltensregeln zu erklären. Sambor hat nie nur eine einzige davon gebrochen. Das ist ja unglaublich. Eure Leben, meine ich. Ich glaube, das wäre alles viel zu viel für mich gewesen. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass dir vieles davon niemals zustoßen wird. Ich habe vieles erlebt und nach all den Jahren ist es
Sache, die ich dir am meisten wünsche, dass du ein langweiliges und beständiges Leben führst. Okay, gut. So, dann nehmen wir was mal. Dann habe ich eine besondere Bitte an dich, die dir dabei helfen wird, die Langeweile zu kultivieren. Immer raus damit. Wie kann ich dir helfen? Du musst Ida im Borowo für mich finden und meine Sense zurückholen. Ist so gut wie erledigt. Sehr schön. Also auch wieder viel Text. Aber ist schon krass, wie sich diese Meute oder die glorreichen 5, wie Sambor sie genannt hat, quasi entwickelt hat. So, wir müssen jetzt wieder nach Borowo, ne? Da waren wir, kommen doch gerade her. Oh nö, schon wieder dahin. So, laufen wir mal wieder hin. Wir gehen nach Borowo. Auf jeden Fall richtig krasse Geschichten hier, die uns erzählt werden, aber wir laufen mal lieber hier lang. Also sehr, sehr textlastig geworden, das Game. Das war vorher nicht der Fall. Aber so langsam bekommt man das Ganze dann hier raus. Und das finde ich halt sehr interessant. So, jetzt müssen wir die Sense zurückholen. Und dann schauen wir mal. Haben wir noch weitere Geschichten? Ja gut, Überlebenskünstler kommt dann später irgendwann. Aber ich finde, die Story-Quests sind ein wenig interessanter, als sie ursprünglich waren. Da wurde auf jeden Fall viel, viel mehr Zeit investiert, um auch so eine vernünftige Storyline ein bisschen reinzubauen. Aber Onkel Jordan und auch Unigos und auch Sambor waren schon ein paar Verrückte. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass er die gefoltert hat und auf einmal dann, ja, deren Gefolgsmann wurde. Ne? Ist schon... schon sehr krass. Von Ida. Wir gehen mal zu Ida und holen uns die Sense zurück. Bin mal gespannt, ob das so einfach geht. Ich speichere mal einmal kurz. Nehmen wir mal das hier. Überschreiben wir den Spaß mal. Zack. Sehr schön. So, wo ist denn Ida? Ach, da ist Ida. Gehen wir da mal hin. Ah, ist eine Dame, okay. So. Hallo Ida, ich bin wegen Unigos Sense hier. Hallo, kennen wir uns? Du kannst dich gleich wieder vom Acker machen, Kleiner. Ich habe sie anständig und ehrlich gewonnen. Hä, gewonnen? Ha, die kleine alte Schlange hat dir das wohl vorenthalten, hm? Das war ja klar. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Er hat mir nur gesagt, dass ich die Sense zurückholen soll. Sie ist jetzt meine Sense. Schon gut, schon gut. Entspann dich. Was muss ich tun, um deine Sense zu bekommen? Du kannst sie mir natürlich abkaufen oder wir können auch darum spielen. Über welchen Spiel reden wir hier? Dasselbe Spiel, bei dem Unigos sein ganzes Geld und seine Sense verloren hatte. Ein Rätselspiel. Wie wird das gespielt? Es ist ganz einfach. Ich stelle dir 3 Rätsel und du musst sie alle richtig beantworten. Ein einziger Fehler und das Spiel ist vorbei. Du gewinnst. Ah, okay. Wenn du gewinnst, bekommst du die Sense. Und wenn ich verliere? Ich will bei deinem ersten Versuch mal sanft umspringen. Wenn du verlierst, schuldest du mir nichts. Du verlierst aber die Möglichkeit, die Sense umsonst zu bekommen. Ah, okay. Gut, das heißt, wir können entweder dafür zahlen oder wir können quasi ein Spiel mit der spielen. Ich würde sagen, wir spielen ein Spiel mit der. Es passiert nichts, außer dass wir die dann kaufen müssten. Wäre jetzt nicht so tragisch, glaube ich. So, das klingt fair. Das erste, was verschwindet, sobald du seinen Namen sagst? Ich würde sagen, die Stille, ne? Weil wenn still ist, ist es still und Staub auch nicht. Das verschwindet aber, die Stille. Richtig, du bist bereit für das nächste Rätsel. Hier ist es schon. Füttere mich, wie ich lebe, aber gib mir zu trinken und ich sterbe. Was bin ich? Füttere mich und ich lebe, aber gib mir zu trinken und ich sterbe. Pferd kann es nicht sein. Da stirbt ja nicht, wenn man was zu trinken gibt. Schatten. Feuer. Ja, ist ein Feuer, ne, würde ich sagen. Weil, wenn man es Wasser gibt, dann geht's aus. Oh, du bist gut. Schon viel besser als der große Herr Castellan. Aber kannst du auch das letzte Rätsel lösen? Hör genau zu. Ich kann fliegen, aber habe keine Flügel. Ich kann weinen, aber habe keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Was bin ich? Puh.
Hier sind wir nochmal durch. Ich kann fliegen. Aber habe keine Flügel, ich kann weinen, habe keine Augen, es ist eine Wolke. Es ist eine Wolke. Verdammt, du bist schlau. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst die bescheidene Sense eines alten Mannes. Was will man mehr? Vielen Dank für das Spiel, ich hatte Spaß. Macht's gut. Sehr schön. Das war das Rätsel. Das mit dem Rätsel finde ich auch sehr gut gelöst. Weil damals musste man immer irgendwelche komischen Sachen machen. Ich fand's recht cool und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Nämlich das soll's hier soweit gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, und sag einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.